Ja, hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 11 Minuten mit Gehirn und Geist. Wir machen heute einen kleinen Vorabdreh, das heißt, Sie sehen hier die Aufzeichnung von einem kleinen Interview, das wir dann in unseren Broadcast quasi integrieren. Ich freue mich total, dass die Corinna Hartmann zu Besuch ist, hier in unserem Gartenstudio heute, Sonntagnachmittag. Der Kaffee steht noch auf dem Herd, wir haben jetzt erstmal das Wasser stehen. Corinna ist bei uns in der Redaktion schon ein langer Autor, war auch selbst in der Redaktion ganz ursprünglich mal als Praktikantin. Ich glaube, wann warst du bei Genau, uns? zuerst Praktikantin, ich glaube, das war 2016. Okay. Und dann bin ich auch mal wiedergekommen, 2017 für ein ganzes Jahr als Volontärin. Also ein Volontariat, das ist so die Redakteursausbildung. Genau. Und seitdem arbeitest du für uns auch als freie Genau. Autorin, lebst in Saarbrücken und hast wahrscheinlich, ich habe es nicht gezählt, aber bestimmt 4 Dutzend Artikel Einige, und einige ja. Sachen produziert bei uns. Corinna ist auch diejenige, die bei uns im Heft die Rubrik Die gute Frage betreut, die ich als Redakteur auf Redaktionsseite betreue. Und mit Corinna zusammen bin ich sozusagen im Austausch darüber, welche guten Fragen es denn so gäbe, die man beantworten lassen könnte. Die Idee bei der guten Frage ist ja, dass wir das immer von einer Forscherin oder einem Forscher des jeweiligen Gebietes beantworten lassen. Ich schaue mal gerade, was hier in unserem aktuellen Heft die gute Frage war. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Wo beginnt ein Trauma? Von Tanja Michael beantwortet. Genau, und wir sind bei der Gelegenheit, dachten wir, können wir auch einen Aufruf starten. Mira, ich kann gerade nicht, ich bin gerade einen Aufruf starten. Wenn Sie gute Fragen haben, die Sie interessieren und die Sie gerne beantworten lassen wollen von einem Experten, einer Expertin, dann schreiben Sie uns. Genau. Ne? Wir Also nehmen das das sind gern immer auf. Fragen so aus dem Gebiet Psychologie oder auch Hirnforschung und Medizin. Oft sind auch so Alltagsfragen dabei, wie warum kann man sich nicht selbst kitzeln zum Beispiel oder warum fällt man nachts nicht einfach aus dem Bett. Und wenn es da was gibt, was Sie sich schon immer gefragt haben, dann können Sie uns das mal schreiben und wir finden es raus. Genau. Und wir wollten uns heute eigentlich ein wenig unterhalten über einen Artikel, der in unserem aktuellen Heft, im Kreativitätsheft, drin ist, der ein wenig ungewöhnlich ist für unsere Verhältnisse. Wir Ja. wollten insgesamt einfach mal mehr Porträts auch in Gehirn und Geist bringen, also Forscher selbst in Personen vorstellen. Und in diesem Fall haben wir ein Porträt von Jordan Peterson im Heft, den Corinna geschrieben hat, also den Artikel, den sie geschrieben hat. Und ja, dieser Peterson ist ein recht umstrittener Mensch. Der Artikel heißt entsprechend auch Der Umstrittene. Wir können ja mal zeigen für alle, die ihn nicht kennen, Moment, ich guck mal Genau, also gerade. ja, der Mann ist so um die 60, würde ich sagen, ist Psychologieprofessor in Kanada an der University of Toronto. Da hat er, glaube ich, auch immer noch einen Lehrauftrag. So So sieht sieht er er aus. aus, so ein bisschen dandyhaft und so ein bisschen streng guckt er da. Ja, also der ist halt gar nicht für seine Forschung bekannt geworden, sondern eher so ein bisschen für seinen politischen Standpunkt. Und ja, was er da so macht, er hat auch einen Ratgeber geschrieben, 12 Rules for Life. Genau. Und genau. Genau, der hat jetzt auch einen Nachfolger dazu geschrieben, Jenseits der Ordnung. Also der Untertitel von 12 Rules for Life im Deutschen war, glaube ich, Ordnung und An Struktur oder so für ein gutes Leben. Antidote for Chaos hieß es Ja. auf Englisch, auf Deutsch weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja. Aber ja. Genau, und ich durfte diesen Artikel auch betreuen bei uns in der Redaktion. Wir sind ja ein Team von 6, 7 Redakteuren insgesamt und die Artikel, da landen dann auch manchmal Artikel bei einem zur Betreuung, die man nicht selbst beauftragt hat. In dem Fall haben wir das jetzt quasi im Duett schon von der Idee bis zum fertigen Artikel gemacht. Und bei so einem Porträt, ich weiß nicht, Corinna, es war auch für dich wahrscheinlich ungewöhnlich im Vergleich zu so einem Standard-Feature-Artikel, wo man Studien Genau. darstellt und ein Thema vorstellt, ging es jetzt darum, eine Person irgendwie lebendig werden zu lassen und auch das Umstrittene an diesem Charakter eben darzustellen. Ja, genau. Also normalerweise haben wir eher so eine Forschungsfrage, die man dann versucht, auf so ja, 3, 4 Seiten zu beantworten. Und diesmal war es halt ein Porträt. Also Steve, du hattest ja die Idee und hast mir geschrieben, ob ich mein Porträt schreiben will. Du bist da auf so einen interessanten Typen gestoßen, Jordan Peterson. Und ich kannte den auch schon und ja, hatte dann total Lust, das zu machen. Und da war es so, dass ich jetzt nicht wie sonst Paper gelesen habe und mit Forschern sprechen konnte, sondern ich habe mit der Recherche eigentlich auf YouTube angefangen. Er hat ja selber einen YouTube-Kanal, mit dem er auch bekannt geworden ist.
Und das erste Video, das ich von ihm überhaupt mal gesehen habe vor ein paar Jahren, das war eine hitzige Debatte auf dem Campus, die so mit wackeliger Kamera gefilmt wurde zwischen ihm und Studierenden dort. Und da ging es um ja, Personalpronomen und non-binäre und Transgender-Menschen und deren Rechte und wie die angesprochen werden wollen. Und ja, da waren die Studenten ganz schön sauer auf diesen kanadischen Psychologieprofessor. Und das Video hatte Millionen von Klicks und ich fand das total interessant und habe mich dann mal so durchgeklickt. Ja. Und so ähnlich habe ich das auch in der Recherche gemacht. Also Artikel gelesen, Radio- und TV-Auftritte mir angeguckt und angehört und seine YouTube-Videos angeschaut. Genau, also Peterson tritt ja medial sehr viel in Erscheinung, hat seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er auch sehr viele Videos von Podcasts und den Büchern. Und was ich so schön an dem Artikel letztlich fand, ist, dass der auch dadurch deutlich macht, dass er als Public Intellectual, wie das oft in den USA genannt wird, auch jemand ist, der sich auch mit sehr steilen Thesen und mit Provokationen quasi in der Öffentlichkeit produziert, um damit einerseits vielleicht einen inhaltlichen Punkt zu machen, der ihm möglicherweise wichtig ist, aber er auf jeden Fall auch als einen Hype um sich inszeniert und auch sehr vieles von dem, was er so tut, offensichtlich doch darauf angelegt ist, Widerspruch zu provozieren und sich und so eine Art Fangemeinde um sich zu scharen, die dann sagen, ja, endlich spricht jemand mal hier die Wahrheit aus. Er inszeniert sich auch in gewisser Weise als so der Freiheitskämpfer, der also gegen das Gendern für freie Rede eintritt. Und das ist, also ich persönlich fand das am Ende wirklich ein wunderschöner Artikel im Heft, weil der diese Balance hält zwischen dem das Darstellen und auch Einordnen, ohne sozusagen völlig zurückzutreten und nur neutral zu sagen, ja, das kann man so sehen. Und das gibt einem, finde ich, ein ganz schönen Einblick auch darin, wie letztlich einfach unsere Mediendemokratie funktioniert und Leute eben auch sich als Marke und auch dieses ganze Auftreten so als Dandy mit Dreiteiler und Einstecktuch und das er hat ja auch seine eigenen Merchandise-Produkte, Krawatten und Kissenbezüge mit so einem Logo von mir. Das ist so ein Hummer, das ist so sein Markenzeichen und seine Fans kaufen dann halt Jordan Peterson Kissenbezüge. Mhm. Ja. Genau, also insofern kann ich diesen Artikel nur empfehlen. Wir werden auch weiterhin versuchen, bei Gehirn und Geist öfters Porträts ins Heft zu nehmen, von Corinna zum Beispiel oder auch von anderen Autoren. Das kann dann, also in diesem Fall geht es, wie Corinna auch schon sagte, nicht so sehr um die konkrete Forschung von Peterson, sondern eher um sein mediales Erscheinungsbild und die provokanten Thesen, mit denen er auftritt. Aber wir werden sicherlich auch Porträts haben von Leuten, wo es dann konkreter darum geht, wie sie zu ihrer Forschungsarbeit gekommen sind, was sie da Besonderes geleistet haben. Das ist so eine Zutat, die wir immer mal wieder auch ins Heft bringen wollen. Was machst du gerade im Moment für Themen, Corinna? Erzähl mal, woran du gerade arbeitest. Als letztes habe ich jetzt für Gehirn und Geist gerade letzte Woche was abgeschickt. Da ging es um MDMA, also so dieser Hauptwirkstoff von Ecstasy in der Psychotherapie. Also ich habe eh schon öfter was über Drogen in der Psychotherapie geschrieben, zum Beispiel LSD und diesmal eben MDMA. Da gab es gerade so eine neue große klinische Studie zum Einsatz bei posttraumatischer Belastungsstörung und das sieht tatsächlich ganz vielversprechend aus. Und da habe ich halt mal geguckt, wie ist so die Studienlage, was gibt es vielleicht auch für Gefahren oder Langzeitwirkungen und was sagen auch andere Forscher auf dem Gebiet, Traumaforscher, klinische Psychologen dazu, was halten die davon? Mhm. Genau. Ja, super. Wird dann möglicherweise auch das ist bei spektrum.de, glaube ich, zunächst einmal, oder ist das bei Gehirn und Geist? Nee, das ist für Gehirn und Geist, okay, genau. Super. Dann viel Spaß und Erfolg dabei. Wir werden uns dann noch, nicht vielleicht ich, je nachdem, wer es betreut. Ja, Michaela ist schon am Redigieren. Wird dann bald kommen, wahrscheinlich. Genau. Das als kleiner Ausblick auf eines der nächsten Hefte. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn Sie eine gute Frage haben, zögern Sie nicht, sie hier entweder in die Kommentare zu posten oder uns nochmal per Mail anzugehen. Vielen Dank, Corinna. Gerne. Und bis bald. Und wir sehen uns dann am ersten Donnerstag im September wieder. Bis dahin. Tschüss.